Hallo, Kochen mit Andrea. Ich mache heute Omas bayerische Kartoffelsuppe. Und da wollte ich euch mal mitnehmen. Ich denke, das ist ganz interessant. Ist ja noch ein bisschen kalt draußen, da kann man Suppen ja zum Mittag ganz gut essen. So, wir legen mal los. Eine Zwiebel, ich habe die jetzt so halbiert. Tue ich jetzt im Mixtopf. 8 Sekunden. Auf Stufe 5. So, schieben wir es nach unten, die Zwiebel. Und jetzt kommt 15 Gramm Öl dazu. Und dann das Ganze 3 Minuten. Varoma, Stufe 2. Jetzt dünstet das an. Ich habe in der Zwischenzeit schon 800 Gramm Kartoffeln vorgelegt. Die habe ich so halbiert, die Kartoffeln. 800 Gramm. Und Suppengemüse kommt da auch rein. Das habe ich jetzt auch schon so ein bisschen klein geschnitten. So sieht das aus. Das kommt dann da alles rein. So, das Andünsten ist jetzt fertig. Ich zeige es euch mal. So sieht es jetzt aus. Und jetzt kommen die 800 Gramm Kartoffeln da rein. So, und jetzt unser Suppengemüse. Soll so ein Bund Suppengemüse sein. Und jetzt kommt noch 800 Gramm Wasser dazu. So. Und ich nehme jetzt Brühwürfel, soll man anderthalb nehmen, aber habe ich nicht. Ihr könntet brühen, da nehme ich 3 gute Teelöffel. So. Und das Ganze wird jetzt gekocht. 30 Minuten. Grad und Stufe 1. So, gleich sind es die letzten 8 Minuten und da halte ich den Thermomix kurz an und dann stelle ich das den Varoma drauf mit unseren Würstchen. Bei uns gibt es heute bei der Kartoffelsuppe Mettenden dazu. Ich zeige es euch mal. Die gibt es bei uns dazu. Ihr könnt natürlich auch Bockwürstchen dazu machen oder Bregenwürstchen gehen zur Not auch. Wer es mag, das ist halt so eine Sache, wer es halt mag. So, jetzt sind es noch die letzten 8 Minuten für die Suppe. Ich nehme mal den Mixtopf raus, den Mixdeckel. So, jetzt stelle ich den Varoma auf den Thermomix und dann stellen wir es wieder an. Dann laufen die letzten 8 Minuten und dann garen die Würstchen gleich mit. So, wieder auf Stufe 1 stellen und weiter geht's. So,
So, jetzt sind die 30 Minuten um. Jetzt ist unsere Suppe fertig. Ich habe vorhin noch vergessen, beim Baroma müsst ihr immer gucken, dass die Schlitze schön frei bleiben. Dass auch der Dampf schön nach oben kann. So, unsere Würstchen. So sehen sie jetzt aus. Jetzt drüber. So, jetzt zeige ich euch noch die Suppe. Eigentlich sieht sie so aus, mit ganzen Stückchen. Aber ich püriere die jetzt, weil wir mögen die lieber püriert. Man kann sie so essen, aber man kann sie auch pürieren. Wie gesagt, Püriergang ist 30 Sekunden auf Stufe 5. Das Pürieren fertig. Zeige es euch noch mal. So sieht es jetzt fertig püriert aus. So. So. Die werde ich jetzt auf dem Teller anrichten. Und dann werde ich es euch nochmal angerichtet zeigen. So sieht es jetzt fertig angerichtet aus. Wir werden es uns jetzt heute Mittag schmecken lassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ja einen Daumen nach oben geben oder vielleicht auch ein kostenloses Abo. Wie gesagt, und dann bis bald. Tschüss!